Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder otto.de mit dem CSL RGB Gaming Edition L7510 Gaming PC mit einem 11700KF unter anderem und einer 3060 und die weiteren Specs für 1239 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System ist gerade runtergesetzt, irgendwie nur diesen Monat, keine Ahnung, UVP 1700 € knapp, jetzt sind wir bei 1239 €, zu dem finalen Preispunkt kommen wir natürlich noch. Hier wird auch eine Tastatur und eine Maus mitgeliefert, die haben so einen Gesamtwert von, glaube ich, 30 €, haben wir auch bei Geizhals mit drin, das heißt, die Berechnung stimmt auf jeden Fall und hier soll eine 120er AIO drin sein. Das Problem an der ganzen Kiste ist, wenn die AIO, sag ich mal, so verbaut ist, dann steigt Luft in den Pumpenkopf rein, der höchstwahrscheinlich hier in der Pumpe sitzt, ne? Der ist ja meistens auf dem CPU-Kühler drauf. Gut, zum Beispiel bei MSI ist es nicht so bei den Core-Liquid-Varianten, aber das hier, das ist eine ganz normale, eine Deepcool ist das, glaube ich, eine 120er. Und das Gehäuse ist sowieso komplett geschlossen. Also Airflow-technisch ist da nichts los. Das Gehäuse findet man auch nicht 1:1 bei Geizhals. Ich habe was Ähnliches genommen, dass wir ungefähr einen Preispunkt haben. Also ich denke schon, dass das Bild, ja, nicht komplett fake ist, aber obwohl eigentlich schon, man sieht hier noch diese Kühlrippen von dem Mainboard, das ist auch nicht dabei. Also, ja, würde ich mich nicht drauf verlassen, dass die Kiste so aussieht, wenn sie zu euch nach Hause kommt. Hier sind wenigstens einigermaßen die technischen Daten aufgeschlüsselt. Das ist schon mal ganz gut. Da muss ich mir nicht irgendein Mainboard raussuchen, sondern kann wirklich das nehmen, was da drin steht. Das ist nämlich ganz oft so, dass einfach das Mainboard fehlt. Starten wir mit dem Prozessor. Das ist ein Intel Core i7-11700KF. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 125 Watt und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Das ist eigentlich schon ein guter Prozessor. Es gibt natürlich auch die 12.000er Varianten und die 13.000er Varianten. Das heißt, der ist schon zwei Generationen zurück, aber deshalb ist er nicht unbedingt schlecht. Ist ein 8 Kerne, mit dem könnt ihr zocken, streamen und so, überhaupt kein Thema. Aber er ist eben ein bisschen älter. Das muss man einfach dazu sagen. Hat auch keine integrierte Grafikeinheit, weil es ein KF ist. Also K steht, er ist übertaktbar. F steht dafür, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Kann euch aber egal sein. Hier ist ja sowieso eine Grafikkarte dabei. Und er kostet 279 € bei Amazon. Als CPU-Kühler kommt eine Boostbox Liquid B120 Wasserkühlung zum Einsatz. Das ist einfach nur eine umgelabelte Deepcool Gamax L120V2 in RGB-Variante, weil der Pumpenkopf auch leuchtet und so. Die kann eigentlich laut Hersteller 180 Watt TDP. Reicht für den Prozessor auch aus, klar, nur man sollte jetzt nicht ständig Cinebench oder so laufen lassen, das packt die Wasserkühlung dann nämlich nicht mehr. Zum Zocken und Streamen reicht es. Ich finde, diese 120er haben irgendwie keine Daseinsberechtigung, weil, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie Quatsch. Soll man mindestens eine 240er oder 360er nehmen, hat man auch noch was fürs Auge. Natürlich spart man hier ein bisschen Platz irgendwo auf dem Mainboard, dass man da so ein bisschen Luft hat, ein bisschen Beleuchtung und so, aber ihr kriegt halt für das Geld von 54 € schon einen sehr, sehr guten Luftkühler. Und die kostet 54,98 € bei Amazon. Die SSD ist eine M.2 NVMe SSD 1000 GB Kingston. Zum Glück stehen hier die Lese- und Schreibraten, denn dadurch weiß ich, dass es eine Kingston NV1 ist. Die hat nämlich eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Ja, das ist jetzt keine besondere SSD, so eine 0815 SSD. Die ist jetzt nicht sonderlich schnell, es gibt welche mit 3500 oder 7000 MB die Sekunde. Zum Zocken reicht die aber dicke, 1 TB ist in dem Preissegment auch okay, kann man schon so machen. Und die kostet 94,30 € bei Shop. Der Speicher sind 16 GB DDR4 RAM, Dual Channel, maximal 3200 MHz Kingston. Ich nehme jetzt netterweise mal den Kingston Fury Beast. Es kann auch grüner RAM sein. Das machen sie ganz gerne, dass die so grünen RAM da drin verbauen. Sieht nach nichts aus, aber erfüllt halt den technischen Zweck. 16 GB 3200 MHz entspricht natürlich der Spezifikation des Prozessors. Von daher, das ist schon irgendwo okay. Man hätte etwas mehr nehmen können, also nicht mehr Speicher, sondern eine höhere Taktung. Aber das passt schon in dem Preissegment. Und der kostet 52,79 € bei Mindfactory. Die Grafik ist eine GeForce RTX 3060. 12 GB. Da sie sich hier nicht festgelegt haben, welche wir genau kriegen, nehmen wir einfach eine der günstigsten am Markt. Das ist die Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12 GB. Das ist für Full HD und vielleicht auch für WQHD noch eine gute Grafikkarte. Kommt immer auf das Spiel an. Ihr könnt zum Beispiel jetzt Valorant und so natürlich in WQHD locker flüssig zocken. Solltet ihr auf die Idee kommen, damit irgendwie Far Cry oder so in WQHD flüssig zocken zu wollen, geht das auch. Ihr müsst aber ein bisschen mit den Textureinstellungen spielen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 379 € bei
notebooksbilliger.de. Das Mainboard ist ein MSI H510M-A Pro Sockel 1200. Das ist natürlich dem Prozessor geschuldet. Das ist so ziemlich das letzte und billigste Board, was ich in einen Gaming-PC einbauen würde. Ihr seht's ja auch schon. Das Ding hat keine gekühlten Spannungswandler, nur zwei RAM-Bänke. Das heißt, Speicher später erweitern wird jetzt nicht sonderlich schwierig, aber ihr müsstet die beiden alten Riegel verkaufen und zwei 16er zum Beispiel reinballern, dass ihr auf 32 GB kommt, sofern ihr das denn wollt. Dann haben wir hier einen Anschluss für eine SSD. Hier unten könnt ihr zum Beispiel noch so eine kleine WLAN M.2-Karte da reinballern. Hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt noch einen Erweiterungsslot, wie vielleicht auch für eine WLAN-Karte. Die ist, glaube ich, in diesem PC sogar verbaut. Das heißt, der Slot ist auch schon belegt. Mit diesem Board ist einfach nichts los. Ihr habt Mikrofonanschluss, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, einen PS2-Anschluss werdet ihr nicht benutzen. Und die Onboard-Grafik könnt ihr halt auch nicht benutzen, weil es ein KF-Prozessor ist. Also ihr habt effektiv 6 USB-Anschlüsse und die Audio-Dinger. Das Board ist nix. Vor allen Dingen ist das auch schon wieder Micro-ATX in einem Full-ATX-Case. Das sieht nach nichts aus, lasst es euch so gesagt sein. Vor allen Dingen ist das Problem bei diesen Boards immer der Funktionsumfang, zum Beispiel auch für RGB-Beleuchtung und ähnliches, wie ihr das ansteuern könnt, weil die von den Anschlüssen her immer sehr marginal ausgestattet sind. Also da hätten sie auf jeden Fall ein anderes nehmen sollen. Und das kostet 74,89 € bei Mindfactory. WLAN haben wir 300 Mbit WLAN-Karte, RTL 8192-Chipsatz, zwei abnehmbare Antennen. Das heißt, die haben quasi wirklich eine Karte da reingesteckt. Das wird sehr wahrscheinlich die hier sein, benutzt denselben Chip, ist aber auch nur BGN-Standard. Wir sind wohlgemerkt schon bei AC und AX-Standard. Das ist von den Geschwindigkeiten Unterschied wie Tag und Nacht. Der N-Standard geht zum Zocken zwar noch, aber ist halt schon langsam, ne? Muss man wirklich sagen. Die werben da mit WLAN, ist aber wirklich ein veralteter Standard. Nicht mal mehr 5 GHz oder so. Ah, ist schon traurig. Und die kostet auch stolze 8,98 € bei Mindfactory. Sound, 7.1 Sound, wird dann ganz normal über die Anschlüsse geregelt, vom Gehäuse und vom Mainboard. Gehäuse, Boostbox Teseus, das gab's jetzt einfach so nicht. Wir nehmen jetzt als Alternative das FSP CMT 340, das ist vom Aufbau ungefähr gleich. Geschlossene Front, davor drei Lüfter. Wo sollen die Luft hernehmen, wenn vorne alles geschlossen ist? Airflow-technisch überhaupt nichts Gutes. Ich bin sowieso Fan von Mesh-Fronts, ja. Muss nicht immer sein, wenn das so ein System ist, zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einer 3060 und 12400er oder so, das ist das relativ egal. Hier ist allerdings schon 11700er drin und irgendwo muss die Luft dann herkommen, um den zu kühlen. Ist immerhin ein 8-Kerner. Also bin ich absolut kein Fan von. Wir legen da jetzt mal einen Preis von 60-70 € fest. Das war auch ungefähr das, was dieses Case gekostet hat. Aktuell gibt es hier leider keine Preisentwicklung oder irgendwie eine Angabe dazu. Aber im Verlauf sieht man halt, dass es so 60-70 € gekostet hat. Das Netzteil ist ein 500W CSL Silent Netzteil, 82% Effizienz. Ja, da ist noch niemals mehr ein Bild verfügbar. 82% Effizienz ist kein Gold, Bronze oder was weiß ich Standard. Garantietechnisch weiß ich auch nicht, was da los ist. 500W reicht natürlich aus für das System, ist knapp, aber reicht aus. Hinterher großartig erweitern mit einer stärkeren Grafikkarte oder so ist da auch nicht drin. Also würde ich auch die Finger von lassen. Und das wird auch direkt von CSL vertrieben und kostet 39,90 €. Also ihr seht jetzt schon an den ganzen Komponenten, das wird natürlich von CSL über Otto angeboten. Otto kriegt eine kleine Provision, CSL vertreibt die Dinger. Hatten wir auch schon ein paar Videos zu. Das ist echt nicht so der Bringer. Tastatur und Maus, auch eine CSL Gaming Desktop Morpheus und dann hier mit drei wählbaren LED-Hintergrundfarben. Eine Gaming-Maus ist auch dabei. Das ist einfach dieses Set. Kostet stolze 27,90 €. Ist auch nichts Dolles. Ich meine, für den Anfang reicht es bestimmt, klar, um ein bisschen rumzuprobieren. Aber die Leute kaufen sich natürlich irgendwann selber eine Tastatur und Maus, was ihnen am besten liegt. Dann bekommen wir noch dazu als Betriebssystem Windows 11 Home 64-Bit vorinstalliert und inklusive Installationsmedium USB-Stick. Windows 11 ist natürlich das aktuellste Betriebssystem. Als Home oder Professional macht für euch als Zocker eigentlich keinen Unterschied. Und das kostet 68,90 €. Den USB-Stick, den sie dabei legen, ja, von mir aus rechnet noch 5 € drauf. Das macht den Braten jetzt nicht fett. Ist aber nett, dass es dabei ist, muss man wirklich sagen. Software Norton 360 Deluxe inklusive 90 Tage Updates. Danach dürft ihr blechen. Das heißt, ihr müsst ein Abonnement bei Norton quasi abschließen, denn ihr wollt, dass das Antivirensystem weiterläuft, oder schmeißt es einfach runter und lasst den Windows Defender einfach seine Arbeit machen. Der ist kostenlos und macht echt einen guten Job. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die WLAN-Karte, das Gehäuse, die Wasserkühlung, Windows, das Netzteil und Maus und Tastatur. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1080,64 € plus jetzt das Gehäuse, sagen wir 70 €, also 1150 €. Und das Teil kostet 1239 €. Preislich gesehen ist es okay, kann man machen. Was überhaupt nicht geht, finde ich,
Einmal die 120er Wasserkühlung, lässt sich drüber streiten. Das Gehäuse ist nix. Das Netzteil ist die letzte billig China-Ware. Ist halt irgendwie so ein OEM-Ding von CSL selber. Und nee, also ich glaube nicht, dass ihr damit happy werdet. Vor allen Dingen, wenn ihr halt mit dem Gedanken spielt, gut, ich habe jetzt ein 11.700 kF da drin, will hinterher noch eine fettere Grafikkarte reinballern. Geht nicht, wegen dem Netzteil. Irgendwann ist da auch Schluss. Und ich würde auch mal ganz hart allgemein sagen, dass diese ganzen Otto-Angebote nicht so geil sind. Also ich habe da echt mal so drüber geguckt, da sind Ausreißer drin. Das hier ist jetzt ein Sonderangebot. Die, die gar nicht im Angebot sind, sind zu teuer und auch scheiße konfiguriert. Und vor allen Dingen das Mainboard, was hier drin ist. Meine Güte. Ihr seht ja hier oben auch, hier sind Spannungswandlerkühler und ein I/O-Shield und so weiter. Das fehlt ja alles. Das gibt es so nicht. Ihr kriegt da so ein halbleeres Gehäuse mit Micro-ATX-Mainboard. Ah nee, muss nicht sein. Ich habe mal spaßeshalber jetzt bei Krotus geguckt. Gut, die Kiste hier, die kostet ein bisschen mehr. Ich glaube jetzt um die 30-40 €. Dabei kommen wir in 12400F, ist nicht ganz die aktuellste Generation von Intel. Klar, die 13000er sind schon da, aber ist ein guter Prozessor zum Zocken und so. Zum Stream würde ich dann einfach die Grafikkarte nehmen. Bei dem anderen PC hättet ihr sogar den Prozessor nehmen können. Hier nehmt ihr halt die Grafikkarte. Hier ist nämlich auch schon eine 3060 Ti drin. Die ist nochmal deutlich stärker als eine 3060. 16 GB RAM, 3600 MHz. 1 GB B660 Gaming X-Board. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber dem H510, was wir eben gesehen haben. Ist vor allen Dingen Full ATX, besserer Chipsatz. Klar, muss natürlich auch sein, wegen den neuen Prozessoren. Eine Crucial P2 1 TB, die tut sich jetzt nicht viel mit der Kingston NV1. Ein Be Quiet Purock 2 Silver, der reicht auch für den Prozessor aus, ist auch ein namhafter Hersteller, guter Prozessorkühler. Ein Seasonic Core GC 500 Watt, bin ich jetzt auch nicht so begeistert von, aber so ist es jetzt halt. Wenn wir uns da die Liste angucken, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil, da landet ihr bei 1.084,25 € und das Ding kostet 1.275 €. Das ist jetzt nicht überteuert, aber ist schon teuer, muss man einfach so sagen, ist halt so. Was ihr hier an Vorteilen habt, ist das Mainboard. Ihr habt die aktuellere Prozessorgeneration. Ihr habt eine Meshfront bei dem Gehäuse. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Gut, beim Netzteil, da tun sich jetzt auch nicht sonderlich viel. Und was wir ja auch noch als Alternative hätten, zum Beispiel bei Dubaro für 1.100 €, ein Intel i5-12400F mit einer 3060. Ist jetzt keine 3060 Ti, aber das Ding kostet auch einfach mal 150 € weniger als der bei Otto. Hier ist zwar auch nur ein B660M DS3H drin, aber na gut, kann nicht schlechter sein als das andere Board. Eine 3060, auch ein aktueller Intel-Prozessor. Ich hatte auch mal eben geguckt, der 12400F ist gar nicht so viel langsamer wie der 11700KF. Er hat 2 Kerne weniger, somit auch 4 Threads, aber rein leistungstechnisch im Gaming ist der relativ gleichzusetzen. Hier ist auch noch ein Luftkühler drauf, der LCCC120 ist auch nichts Besonderes jetzt. Ihr habt auch 3600 MHz Fury Beast RAM, den ich auch eben gezeigt habe. Bei Otto konnte man sich nicht so ganz sicher sein, ob es nicht vielleicht doch grüner RAM ist. Hier ist schon eine NV2 drin, die ist auf jeden Fall schneller als der NV1. Ein 600 Watt Be Quiet System Power U9. Auch wenn es ein System Power ist, das würde ich immer noch vorziehen gegenüber dem, was im Otto-PC drin war. Ganz ehrlich, weil es von Be Quiet ist und das ist auch Qualität. Und als Gehäuse ein MSI MacForge 100R mit Glasfenster. Das hat auch eine Meshfront und so weiter. Das habe ich jetzt nicht durch den Rechner gejagt. Das wird aber schon ein fairer Preis sein. Und vor allen Dingen, er kostet weniger als der Otto-PC. Gut, da ist jetzt keine Maus und Tastatur dabei, aber drauf geschissen, würde ich sagen. Da habt ihr auf jeden Fall ungefähr die gleiche Gaming-Leistung für weniger Geld. Vielleicht hier noch das Board ändern. Und dann vielleicht auch noch das Netzteil, wenn ihr Bock habt. Dann seid ihr good to go und seid immer noch günstiger als Otto. Also alles in allem ist er jetzt wirklich preislich nicht schlecht. Aber ich würde jetzt nicht auf so eine alte Generation von Intel setzen zu so einem Preis. Und vor allen Dingen ist das Mainboard, wie gesagt, für den Arsch. Würde ich nicht machen. Da ärgert ihr euch später nur. Ihr setzt euch dann mehr mit dem Thema auseinander, mit dem PC. Und wenn ihr dann Bock habt, da ein bisschen dran rumzubasteln und so, habt ihr so eine Scheiße darin rumfliegen. Muss nicht sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.